Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser letzten Episode der Hallenmeisterschaften 2019-2020. Wir haben noch zwei Partien auf dem Plan, wieder in voller Länge. Hier seht ihr aber auch einmal einen Timestamp, wenn ihr das Spiel um Platz 3 überspringen wollt, was ich auch verstehen könnte. Ist aber ebenfalls spannend geworden, das kann ich versprechen. Ansonsten, ja, findet ihr den Weg zu Gladbach Dortmund hier direkt. Sonst auch viel Spaß bei Bayern gegen Wolfsburg. Danke fürs Reinschalten. Los geht's eben mit dem Spiel um Platz 3. Dann gehen wir mal über ins kleine Finale Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Das Spiel um Platz 3 und natürlich ist es nicht beliebt, natürlich ist das irgendwie sowas wie der Trostpreis. Aber unter dem Strich ist es nochmal ein Match mehr, das beide Teams ihren Fans zeigen können. Bayern in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang, Wolfsburg in hellblau von rechts nach links, ist ja auch logisch. Der FC Bayern im Ballbesitz hat hier die Pille erstmal am Ball. Martinez mit etwas Glück bleibt er da auch im Besitz der Kugel. Joshua Kimmich legt erstmal zurück zu Manuel Neuer und das war ärgerlich für die Bayern im Halbfinale gegen Dortmund. Anderthalb Minuten vor Schluss, da stand es 0:0. Es sah ein bisschen nach Verlängerung aus. Doch dann kam die Dortmunder. Bayern musste aufmachen nach dem 1:0. Und dann ging es den Bach runter. 3:0. Nun aber die erste Möglichkeit für den VfL Wolfsburg. Nicht verkehrt, der FC Bayern München. Schon gleich unter Druck. Erste Minute gleich von der Uhr. Wout Weghorst baut das Ganze von innen auf. Nimmt Kuhn Kerstels mit. Stark und stringent nach vorne gespielt. Im Endeffekt kommt aber nichts bei raus. Der FC Bayern München wartet noch auf eine erste Tormöglichkeit. Vielleicht jetzt. Lewandowski. Dann überlegt mit Alaba und Kimmich gespielt. Robert Lewandowski lässt sich da von Brooks aber den Ball abnehmen. War dann unter dem Strich doch ein langes Turnier für beide Mannschaften. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Nur nochmal die letzten Kräfte bündeln. Aber wie viel Kraft ist noch da in der Partie um Platz 3, nachdem man im Halbfinale ärgerlich scheiterte? Wolfsburg ja mit 1:0 an Gladbach verzweifelt. Knappe Minute noch auf der Uhr. Sehen wir einen Treffer vor dem Seitenwechsel. Martinez. Kimmich setzt sich da durch. Lewandowski zu Joshua Kimmich. Gute Möglichkeit, muss es eigentlich sein. Kastels fährt aber den Fuß aus, hält den Ball. Kommt da nochmal was? Die Bayern scheinen jetzt besser reingefunden zu haben. Von Wolfsburg auch seit einer längeren Phase nichts mehr zu sehen. Doch in der Defensive trotzdem weiterhin stabil. Nur eine Chance eben ließen sie zu bislang. Noch 30 Sekunden im ersten Durchgang. Ein Stück weit die Partie der Ballverluste. Das ist hier schon sehr auffällig. Auf kleinem Feld sowieso keine langen Ballbesitzphasen gegeben. Doch hier ist es doch wirklich extrem eng. Xaver Schlager. Ja, schwacher Pass. So kann das natürlich auch nichts werden. Und somit geht es mit 0:0 in die Pause. Wir atmen einmal ganz kurz durch im Spiel um Platz 3 und hoffen dann auf Tore im zweiten Abschnitt. So, und da wären wir wieder. Der VfL Wolfsburg jetzt von links nach rechts. 3 Minuten nochmal. Vielleicht die letzten 3 Minuten für beide Mannschaften im Turnier. Es sei denn, es gibt Verlängerung. Kimmich jetzt aber muss rüberlegen zu Martinez. Macht das auch. Dauert aber etwas zu lange. Dann ist das suboptimal gemacht. Kerstels geht auf Nummer sicher und haut den Ball ins Seiten aus, über das Netz hinweg. Lewandowski, wo sind die Anspielstationen? Alaba macht vorne viel Bewegung, ist aber hinter den Gegenspielern versteckt. Joshua Kimmich gegen Kastels. Gute Szene von beiden. Nun die Bayern hinten wieder gut gestaffelt. Was macht Kastels da? Gegen Kimmich. Um ein Haar der Rückstand. Das war eine ganz knappe Situation.
Glück für Wolfsburg. William hier wird gefoult von Alaba. Geht dann mit dem Ball wieder an. Xaver Schlager gegen Martinez im 1 gegen 1 kommt er nicht durch. Martinez sehr breit gebaut, deswegen nicht einfach. Baut Verhorst. Weiterhin kein Treffer, das ist etwas enttäuschend. Etwas mehr als anderthalb Minuten noch. Brooks zu Xaver Schlager. In die Mitte gelegt zu William gegen Neuer, der setzt nach und 1:0. Für den VfL. Der nominell rechte Verteidiger schlägt zu, wird von Alaba noch gestört, doch bringt den Kopfball an Neuer vorbei. Das ist auffällig in der Halle, wie oft Abpraller noch zu Toren führen können. Hier wieder mal geschehen. Fast die Antwort auf der anderen Seite, doch Castells hat kein Problem, den zu halten. Werden sich die Bayern mit zwei Niederlagen in Folge aus diesem Turnier verabschieden? Das würde schlecht aussehen, obwohl sie eigentlich wirklich eine gute Runde spielten. Platz 3 soll es doch bitte am Ende mindestens werden. Und mehr ist eben nicht mehr möglich. Alaba, da ist aber Schlager, der aufpasst gegen Martinez. Es ist noch genug Zeit, um einen Treffer hier zu erzielen, um sich in die Verlängerung zu retten. Kimmich, Lewandowski, Kimmich. Knapp vorbei. Und Weghorst, die Chance abzuschließen, hat er verpasst. Jetzt geraten wir wirklich in die Lucky Punch Zeit. Kommt noch mal was vom FC Bayern München. 20 Sekunden noch. Sie kommen nicht in Ballbesitz. Jetzt vielleicht Martinez. Martinez in die Mitte gelegt und das Lewandowski. 12 Sekunden vor dem Ende schlägt Bayern noch zu. Und holt sich hier das 1:1. Hier sehen wir es noch mal. Lewandowski, Tunnel, Castells, 1:1. Noch 7 Sekunden, passiert hier nochmal was. Da ist die Chance. Schlager. Schlager gegen Neuer. Fast noch der andere Wendepunkt. 1:1. Bayern rettet sich in die Verlängerung. Wir freuen uns drauf. Und da wären wir. Zweimal eine Minute obendrauf. Entscheidet das hier jemand für sich in der Verlängerung oder geht's ins Strafstoßschießen? Man weiß es nicht. Weghorst lässt sich von Martinez den Ball abluchsen. Martinez, der sich den Ball geholt hat vor dem 1:1. Weghorst, der Weg ist offen. Schlager trifft aber nur Neuer am Fuß. Der fährt den gut aus. Martinez. 20 Sekunden. Eigentlich will sich keiner auf das glückliche Ausschießen einigen. Und dann ist Kimmich da. Und macht ihm auch erstmal einen Strich durch die Rechnung. 2:1. Joshua Kimmich und wieder so ein zweiter Ball. Parade von Castells. Kimmich setzt nach. Vorbei am Belgier. Bayern dreht die Partie. Schießt sich aktuell auf Platz 3. Schlager, gute Aktion, Brooks. Auch das hätte es wieder sein können. 2:1 führen die Bayern. Noch eine Minute, noch 60 Sekunden Zeit für Wolfsburg. Können sich die Wölfe ein letztes Mal aufraffen? Das ist hier die große Frage. Joshua Kimmich mit dem Ball am Fuß. Guter Ball, richtig guter Ball. Lewandowski muss es hier eigentlich entscheiden. Bellt den Kopf aber nicht oben. Die Chancen hatte Wolfsburg auf jeden Fall. Neuer legt raus. Wichtige Ballbesitzphase jetzt, das gibt Zeit. Kimmich verliert aber den Ball an Brooks.
Schlager muss sich davon Martinez absetzen, macht es nicht. Der Weg offen für Brooks. Schwacher Ball. Neuer hält das Ding. Noch 15 Sekunden. Jetzt vielleicht die letzte Chance. Brooks nochmal. Brooks. Wo ist der Abschluss? John Anthony Brooks hat die Zeit nicht im Kopf und versäumt es. Bayern gewinnt mit 2:1 und ist damit Dritter in der Bundesliga-Hallenmeisterschaft. Da wären wir also. Das große Finale in der Hallen-Bundesliga-Meisterschaft 2019-2020. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Weiß gegen Schwarz. Lea stößt an für Gladbach. Von links nach rechts geht's da in den ersten 3 Minuten. Die Fohlen setzen sich gegen Wolfsburg mit 1:0 durch. Dortmund schaltete Bayern aus, aber die erste dicke Chance gehört Player. Gladbach mit der Riesenmöglichkeit nach gerade mal 10 Sekunden. Jetzt aber auf der anderen Seite die Chance. Paco Alcácer. Aber knapp vorbei am Kasten von Jan Sommer. Es geht hier gut los. Thüram. Wenn der durchkommt, aber Götze passt auf. Markus Thüram verliert den Ball an Hummels. Sehr gute Aktion von Mats Hummels. Dann führt er ein kleines Tänzchen auf. Gehört ja auch irgendwie dazu hier in der Halle. Hakimi. Wichtigen Treffer gegen die Bayern erzielt im Halbfinale. Die erste Minute ist abgelaufen. Hat sich gerade so ein bisschen beruhigt nach wirklich turbulenter Anfangsphase. Nun Borussia Mönchengladbach im Ballbesitz. Das ist ein großes Risiko. Hakimi, Hakimi! Muss es sein, muss es natürlich sein. Alleine vor Jan Sommer. Er schafft es aber nicht, den Ball ins Netz zu schießen. Doch Dortmund findet hier besser rein. Borussia Mönchengladbach will eigentlich kein Risiko gehen. Trotzdem passieren da Ballverluste, die nicht passieren dürfen. Janschke. Janschke! Also das ist ein gutes Finale bis dato. 2 Minuten schon gespielt und es waren richtig gute Situationen dabei. Man merkt, warum die beiden im Finale stehen. Spielerisch sehr gut und viele Möglichkeiten, die sie produzieren. Die Offensive ja unschätzbar wichtig im Hallenfußball. Defensive natürlich auch nicht zu vernachlässigen, aber nach vorne ist es immer ein Stück weit einfacher. Weil die Wege so kurz sind. Leiner legt sich den Ball zu weit vor. Hummels passt wieder auf. Passiert hier noch was im ersten Durchgang. Thüram holt sich den Ball gegen Hakimi, verliert den aber direkt wieder. So nochmal die Möglichkeit für Gladbach vor dem Seitenwechsel. Player zu Leiner, der will jetzt nicht zu groß ins Risiko gehen. Die letzte Chance soll wohl Gladbach gehören. Oder vielleicht auch keiner der beiden Mannschaften. Leiner, das war's wohl. Pause 0:0 nach 3 Minuten, also ein extrem enges Finale. Wir sind auf den zweiten Abschnitt gespannt. Da wären wir im zweiten Durchgang. Dortmund mit dem Ball am Fuß. Schaffen wir es hier in der regulären Spielzeit? Es sieht danach aus. Fürs Erste zumindest. Paco Alcácer, 10 Sekunden gespielt. Im ersten Durchgang ging nicht viel. Jetzt aber prompt eben nach einigen wenigen Augenblicken. Dortmund führt mit 1:0. Oh, Bürki, gute Aktion gegen Leiner, der war einschussbereit. Wieder Leiner. Bürki kann nur abwehren, aber Hummels passt dann für ihn auf.
Gladbach jetzt unter Druck. Borussia Dortmund in Führung und das gibt Kraft für die letzten etwas mehr als 2 Minuten. Hummels zu Götze, legt sich den Ball selber hoch. Paco Alcacer mit dem Ball am Fuß. Die Zeit spielt nun für Schwarz-Gelb bzw. für Schwarz heute. Paco Alcacer in die Arme von Jan Sommer. Kann Gladbach noch einmal zurückschlagen? Dortmund hat sich sehr positiv gezeigt im Laufe dieses Turniers. Hakimi, Götze! Sommer hält seine Mannschaft im Spiel. Das 2:0, 90 Sekunden vor Schluss, wäre wohl sowas wie die Vorentscheidung gewesen. Paco Alcacer zu Götze. Paco Alcacer, 2:0! Der Spanier schlägt doppelt zu. Götze legt auf. Paco Alcacer legt den Ball vorbei an Jan Sommer. 2:0 für den BVB. Und war's das schon? Das könnte es gewesen sein. Doch Gladbach auch für 2 Tore in einer Minute zu haben. Das ist ganz sicher. Ja, Lassan Player. Jetzt muss nach vorne mehr Risiko gegangen werden, sonst ist das hoffnungslos. Janschke, gute Chance von Plea, das muss es sein. Ah, solche Chancen sind wichtig zu verwerten. Sowieso, aber insbesondere in so einer Partie bei 2:0 Rückstand. Janschke. Plea vorbei an Götze. Das ist alles sehr eng und trotzdem kommen sie zu einer Chance. Super Parade von Birki. Vielleicht der endgültige Ritterschlag. 20 Sekunden noch. Nach menschlichem Ermessen müsste es das gewesen sein. Dortmund spielt das jetzt auch überlegen runter. 10 Sekunden, das war's wohl. Der BVB holt sich die Bundesliga-Hallenmeisterschaft in der ersten Auflage, krönt der Titel den Namen Borussia Dortmund. Starkes Turnier von Gladbach, aber im Finale müssen sich dem Champion Borussia Dortmund mit 2:0 geschlagen geben. Jo, das war's mit der ersten Bundesliga-Hallenmeisterschaft und ich würde sagen, war unter dem Strich ein Erfolg, auch wenn natürlich viele Mannschaften in der Gruppenphase schon gehen mussten und am Ende nur noch 2 da waren. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei eurer Aufmerksamkeit, dass ihr so fleißig dabei wart mit Zuschauen. Richtig cool, hat mich sehr gefreut und ja, allerspätestens im nächsten Winter wird's dann wohl die nächsten Hallenmeisterschaften geben. Ich bedanke mich. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten danke fürs dabei gewesen sein. Macht's gut und adios.